Hallo liebe Freunde, heute in der 363. Folge von Odyssey im Auftrag des Königs habe ich ja vergessen, dass wir halt eben noch in der vorletzten Folge was noch nachzulesen haben. Und zwar es geht um Xardas Tagebücher. Ich habe hier auch ein Exemplar, ein uraltes Exemplar ergattern können. Das kann man auch erkennen. Hier ist alles richtig schön alt und verbraucht. Und wenn ich jetzt hier aufmache, dann seht ihr hier die Frakturschrift. Also richtig schön. Ja gut, okay, da kann die Kamera jetzt nicht irgendwie großartig. Aber das ist interessant, was drin steht, nicht wahr? Ach nee, ich habe mich vertan, liebe Leute. Das ist ja gar kein Tagebuch von Xardas. Das ist Henriette Davidis Kochbuch, aber auch sehr leckere Rezepte drin. Und bitte zeigt mir doch, sagt mir doch in den Kommentaren, wo kann ich denn jetzt, ich habe doch alle Rezepte durchgelesen. Ich kann an keinem Kochlöffel oder Kochtopf da was kochen. Aber nun zurück zu Xardas Tagebücher, welches eine erfüllte Mission ist, denn ich habe Palan hatte mir berichtet, dass ein Held, dessen Name unbekannt ist, im Auftrag von Xardas Drachen gekämpft haben soll, die mit einer Armee Belias das Minental von Korinnes kontrolliert hatten. Warum aber sollte Xardas ein Interesse haben? Die Sache wird immer... Nee, Quatsch, jetzt habe ich mich wieder ver... Oh. Ja, ihr könnt das jetzt lesen. Ich gucke nur, ob dann hier irgendwie... Aber auch dieser namenlose Held scheint eine besondere Rolle in diesem Spiel zu spielen. Doch das mit dem Drachen ist wohl doch Humbug. Drachen gibt es doch so seit Jahrhunderten nicht mehr. Oder ist das... Ist da noch was an der Sache dran? Gut, okay. Das ist ein langer Absatz, aber ein kurzer Sinn. Wir müssen uns also wohl hier in dieser Modifikation uns auf Drachen einstellen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wir ja alle Orks vernichtet haben. Das steht ja hier auch. Und deswegen wäre es jetzt natürlich an der Zeit, den Herrn André davon zu berichten. Auch haben wir hier die Schergen Belias vernichtet, erledigt. Ne, das ist doch hier. Das habe ich aber, glaube ich... Oh, jetzt muss ich wieder ganz nach oben scrollen. Oh, so, da sind wir. Ja, mal einen kleinen lustigen Einstieg, auch mal ein bisschen mit meinen komischen Dialekten, die ich manchmal so drauf habe. Aber das kennt ihr bestimmt. Schergen Belias ist jetzt auch erledigt. Also, jedes jetzt zu Lord André. Aber erstmal will ich dann Dolo, der hier noch brav vor der Tür wartet. Oder habe ich hier noch was vergessen? Kann ja sein. Aber es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich das Kloster besucht habe, nicht wahr? So, komm mit, muss ich immer erstmal sagen, damit ich ihm dann sagen kann, dass er auf mich warten soll. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Ja. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Wo wollen wir uns denn treffen? Lord André ist ja genau richtig. Dann machen wir das mal wieder hier vor dem Dingsbums da. Vor dem Kaserne. Ja, das ist mal ganz nett. Warte, ne? Auf mich. In der ja. So, und dann machen wir das auch so, dass wir uns dann... Welche Nummer war das jetzt hier? Korinnes Leuchtturm war das nicht. Sternwarte, Großbauer, Brandwüste. Oh Gott, da habe ich noch einen alten. Ja, hier, da ist es. Gut, dann gehen wir mal rüber, ne? Gut. Sind wir hier schön wieder in einer ruhigen Hafenstadt. Hier herrscht reges Treiben, ne, bei den Handwerkern. Naja, gut, okay, Torben flirtet jetzt gerade mit einer Bürgerin mit roten Haaren, mit rot gefärbten Haaren. Und wir gehen jetzt mal zu Lordus Andreus. Ja, Wölge, hier ist es dann Dölge. Und dann gucken wir mal, was wir dem Lord André so verklickern können. Oh, der ist auch in bester Gesellschaft. Mit Wulfgar und einer Stadtwache. Und? Das wundert mich nicht. Da sind ja ganz viele. Siehst du, 5 Stück. So. Wegen den Orklagern? Wegen den Orklagern. Ja, was gibt es Neues? Das Orklager, das sich in der Nähe der Stadt befunden hatte, existiert nicht mehr. Das ist eine gute Nachricht. Ich danke dir für deine Meldung. Wegen den Orklagern. Ja? Was gibt es Neues? Das Orklager, das sich in der Nähe von Xardas Dämonenturm befunden hatte, ist Geschichte. Das ist eine gute Nachricht. Okidoki. Das ist jetzt immer das Gleiche, das kann man also praktisch überspringen. So. So.
Es sind jetzt alle Orklager vernichtet worden. Gut. Es sind jetzt alle Orklager vernichtet worden. 1000 Jod. Sehr gut. Dann brauchen wir uns vorerst keine weiteren Sorgen zu machen. Danke, dass du uns nochmals geholfen hast. Und nicht nur uns. Du hast Innos einen großen Dienst erwiesen. Hier, nimm dieses Gold als Dank von mir. Du wirst es sicher gut gebrauchen können. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Gucken wir, was noch in der Pipeline haben. Die Rückkehr der Suchenden zum Beispiel. Pyroka erzählte mir von den suchenden Männern in schwarzen Roben, die Schergen Belias. Er warnte mich vor ihrer Fähigkeit, mich... das hatten wir ja schon gelesen gehabt. Ja, was ist denn jetzt? Also, wenn ich besessen werden sollte, oder von ihm Besitz ergreifen sollten, irgendwas stimmt in meinem Ton jetzt nicht, dann sollte ich zurück ins Kloster gehen. Aber... Was ist denn mit Dandolo? Wenn ich den jetzt mitnehmen würde... Komm mit! Dann, auf geht's! Könnte er auch besessen werden? Das muss ich mir nochmal angucken. Aber jetzt irgendwie nach diesen komischen besessenen Leuten zu suchen, wäre jetzt Quatsch. Deswegen werde ich den Dandolo doch hier lassen, denn ich habe was vor. Was habe ich denn vor? Das ist ja ganz unten. Hallo, Kaserne. Ja, mit dem Mausrad. Das ist ein bisschen hakelig. So. Ich werde mir nämlich eine schöne neutrale Rüstung anziehen. Und zwar machen wir mal so richtig einen auf... was nehmen wir denn hier für eine Rüstung? Nee, das nicht. Oh, verstärke Golem-Schutzrüstung. Nee, Bewohner von Torines. Na, wir nehmen mal hier. Anordnung des ehrenwerten Lord Andres ergeht folgender Erlass. Ja, welcher Erlass ist es jetzt? Ah, schade, da wünscht man sich noch eine Ansage. Okay, weil es ist doch so, dass wir mal zur Diebesgilde mal eben kurz Kontakt aufnehmen. Da gucke ich noch mal ins... Ich komme einfach aus diesem aktuellen Quatsch, aus diesem Dialekt nicht raus. Ne, Rengaro hat mir ja mitgeteilt, wer alles zur Gilde der Diebe. Mal gucken, ob wir Nago, Mike und Truman mal... auf die Finger kloppen oder mal auf den Zahn fühlen. Also, wir wissen ja, dass Diebe grundsätzlich immer im Untergrund sind, was auch hier in dieser Modifikation und überhaupt in Gothic 2 die Nacht des Raben und hier immer in den Sewers, also in diesen Abwasserkanal ist. So, wer liegt? Wer? Rengaro sitzt da dumm rum. Aber er will, ich will geschickter werden in Bats. Nur in Geschicklichkeit. Oh. Guck ich nochmal auf die Potenz hier. Wie viel haben wir? 43. Ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen was investiert. Gibt es denn hier einen Kochtopf? Also, gucke ich mal ein bisschen rum. Ich glaube nicht. Ja, die Gritta, die habe ich ja verloren gehabt. Die habe ich auch versucht, hier rein zu cheaten, aber... das nützt nichts, die läuft immer hier hin. Also da, wo Rengaro war und hier ist nichts, ne? Ja. Ja, und dann kann ich die nicht ansprechen. Tja, Gritta haben wir verloren. Somit auch Valentino. Ja, also Nagur scheint wohl nur hier unten zu sein. Jetzt muss ich mal gucken, wo die anderen sind. Das ist jetzt wirklich bekloppt. Nagur, Rengaro kann mir auch nicht sagen, wo die anderen sind. Dann müssen wir mal uns nochmal irgendwo umsehen, ob wir Mike und Truman und Nagur? War doch Nagur, ne? Gucken wir nochmal, genau richtig. Nagur, Mike und Truman, exakt. Mal, ob wir die irgendwo finden. Das werden wir mal eben überspringen, bis ich dann von den Leuten welche gefunden haben. Vielleicht gehe ich noch lecker shoppen. Kann ja sein, nicht? Wie zum Beispiel das letzte Fläschchen Elixier des Geistes bei Zuris. Lecker. Das werden wir dann auch mal gleich trinken, ne? Gibt dann wieder 5 Mana. Das ist gut. Ja, dann gucken wir uns mal weiter um. Mensch, da oben im Hannas Hütte gibt es noch eine Truhe, die ich noch zu knacken habe. Okay. Ach, wie simpel. Ring der Geschwindigkeit IV, also 4. Na, ja, okay. Das lohnt sich eigentlich nicht nachzulesen, weil ich das ja schon habe. Hat es denn hier irgendwo noch eine Truhe? Da kommt mir eigentlich nicht so
oft hier hoch. Jedenfalls ich nicht. Okay. Dann suche ich weiter. So, ich habe mich mal entschieden, wieder zum Einhänder umzusteigen. Und zwar auf den schwarzen Degen. Der gibt nämlich einen Einhand-Talent-Bonus. Und ich hatte ja mal schon erzählt, dass ich geschickter werden möchte, beziehungsweise Training brauche für einen Einhänder derzeit bei 81. Ich werde mir also bei Wulfgar jetzt doch mal insgesamt 10 Punkte bei Einhandwaffen holen. Das sind also 5. Deine Abwehr ist noch miserabel, aber irgendwie wird das schon gehen. Okay, dann haben wir dann 30 Lernpunkte investiert. Deine Abwehr ist noch miserabel, aber irgendwie wird das schon gehen. Aha. Was? Also. So, 91. Das sollte ich auch so beibehalten. Später beim Zweihänder können wir auch auf 90 skillen. Weil das munkelt man, das soll ein guter Wert sein. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn zum Beispiel bei Herrn Peck? Hallöchen. Hallo. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ich habe weder Lust noch Zeit zum Quatschen, verstanden? Aha. Was weißt du über die Banditen? Ich sagte dir doch, dass ich... Wenn du unbedingt was über die Banditen erfahren willst, dann solltest du mit Pablo schnacken. Sorry. Er hatte mal von Lord Andre den Auftrag erhalten, sich um diese Kerl zu kümmern. Allerdings war das noch bevor wir die Stadt verlassen mussten. Okay, war das jetzt irgendwie Flavortext? Wie ist die Lage? Du nervst, hau ab. Okay. Netter Versuch. Okay, hier kann ich nichts mehr klauen, habe ich ja schon gelootet alles. Ja, dann gucken wir mal, wen wir noch hier so auf zwielichtige Gestalte treffe. In der Taverne zum einbeinigen Klabauter befindet sich doch auch manchmal irgendwelches Diebespack. Und hier haben wir Nagur. Hey! Okay. Hast du einen Job für mich? Du bist dabei, dich in Angelegenheiten einzumischen, die dich nichts angehen. Verschwinde. Warum? Ach so, du kennst das Zeichen und gehörst zu uns. Na, das ist etwas anderes. Wenn du diese Jobs meinst, bist du bei mir goldrichtig. Die Bürger sind zurückgekehrt. Das sieht er doch wohl. Oh. Die Bürger sind in die Stadt zurückgekehrt. Alles geht wieder seinen gewohnten Gang. So ist es. Endlich können wir wieder unseren Geschäften nachgehen. Ja, es ist an der Zeit, sich die Taschen zu füllen. Kann ich was für dich tun? Ja, ich hätte da einen wichtigen Auftrag für dich. Also spitz gut die Ohren. Der Händler Lutero konnte in letzter Zeit gute Geschäfte machen. In seinem Haus soll sich eine wertvolle Schatulle befinden, auf die wir ganz besonders scharf sind. Die bringst du mir. Alles andere, was du in Luteros Haus findest, kannst du für dich behalten. Wenn du die Schatulle in deinem Besitz hast, werde ich dem Boss eine Nachricht schicken. Er wird diese dann zu unserem Hehler bringen. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Du solltest dich im Taschendiebstahl üben. Du könntest dir den Herold vorknöpfen. Ich bin sicher, dass sich das lohnen wird. Mhm. Wie heißt der Hehler? Wir haben mehrere. Den wichtigsten aber, der das wertvolle Zeug verkauft, kennt nur der Boss. Wer ist denn der Boss? Rengaru, Truman oder Mike? Keiner von den dreien. Unser Anführer hält sich stets im Hintergrund. Seinen Namen werde ich dir aber nicht verraten, dafür kenne ich dich noch nicht so gut. Vielleicht wirst du später mal die Gelegenheit bekommen, ihn kennenzulernen. Wo soll ich die Schatulle hinbringen? Zu unserem geheimen Treffpunkt. Warst du schon mal in der Kanalisation? Ja. Gut, dann kennst du dich hier aus. Wir treffen uns dort um Mitternacht. Pass aber auf, dass dich keiner bemerkt. Ist dieser Treffpunkt sicher? Nein, einige unserer Leute hatte man da unten schon mal erwischt. Und trotzdem trefft ihr euch dort noch? Es gibt keinen besseren Ort, nur dort sind wir völlig unbeobachtet. Aber wir haben natürlich aus der Vergangenheit gelernt und unsere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Früher hat sich die Gilde den ganzen Tag in der Kanalisation aufgehalten. Jetzt treffen wir uns dort nur noch nachts für wenige Stunden. Und wenn was im Busch sein sollte, wird uns der Boss schon warnen. Schließlich hat er gute Kontakte. Herrlich, herrlich, herrlich. Das scheint spannend zu werden. Also, oh Gott, muss ich wahrscheinlich wieder ganz nach oben, ja.
Einbruch beim Herold. Da die Diebesgilde wieder aktiv ist und sie für mich Aufträge haben wird, sollte ich mich im Taschendiebstahl üben. Ich könnte ja mal prüfen, wie gut sich der Herold bestehlen lässt. Dann den Einbruch bei Lotero. Soll ich ja die Schatulle holen? Verschlossene Schlüssel. Möglich, dass diese in der Truhe verschlossen ist und ich Lotero erst den Schlüssel stellen muss. Sobald ich die Schatulle habe, sollte ich Nago um Mitternacht in der Kanalisation überzeugen. Dann gucken wir nochmal eben die Diebesgilde, die Quest. So, da unten ist sie. So, Nago hat mir den geheimen Spollen-Treffpunkt der Diebesgilde mitgeteilt, wo ich ihm die Beute aus Loteros Haus bringen soll. Diese befindet sich in der Kanalisation von Corinnes. Ja, Lotero ist ja im Oberviertel, ne? Also im Oberviertel, im oberen Viertel. Soweit ich das noch in meinem Schädel erinnern kann. Aber wie sieht's mit der Taschendiebstahl-Geschichte aus? Taschendiebstahl, haben wir das überhaupt? Taschendiebstahl haben wir gelernt. Also der Herold ist ja immer auf der Plattform da oben, ne? Der immer anfängt, hört ihr Kinder von Corinnes. Das ist ja an der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es. Gucken wir mal nach, wo der sich da befindet. 18.17 Uhr. 18.18 Uhr. Es regnet, der Herold ist nicht da. Muss ich mal gucken. Wo ist der eigentlich? Auf den habe ich nie geachtet damals. Wo könnte der wohl stecken? Oder ich werde mich einfach mal hinlegen und eine Runde schlafen und dann hier mal auch dieses schlechte, schlimme Wetter da mal überspringen. Das machen wir doch mal eben kurz. So, hier immer schön fluchtgemäß schlafen. Und dann wird der Herold bestimmt da sein, wobei ich mich frage. Hey, Duncan. Ach, hier pennen alle die ganzen hier Darsteller. Hier Finlay, die Würfelspielerches. Du bist nun Bürger. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Er ist immer noch nicht da. Dann warte ich mal. So, ich befinde mich im ersten Stock dieses Gebäudes gegenüber von dem Regierungsgebäude, hätte ich beinahe gesagt. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Und zwar, wo war das? Ja, hier war das. Und zwar, hier ist ein Schalter. Den betätigen wir mal. Und das Ding hat sich jetzt rechts zur Seite geschoben. Aber gibt es hier irgendwie noch einen Schalter oder sowas? Da frage ich mich jetzt, welche Bewandtnis hat das jetzt gehabt? Oder? No, schreibt das bitte in die Kommentare. Danke sehr. So, wie ihr festgestellt habt, bin ich jetzt schon hier in der Oberstadt, beziehungsweise auf den Herold. Werde ich dann später zugreifen, aber jetzt werde ich auf Lotero zugreifen. Und ich habe eben die Musik wieder aus und angemacht. Irgendwie funktioniert die hier oben nicht. Hey du! So, gibt's hier Taschendiebstahl? Ja, ich habe abgespeichert. Schlüssel von. Ah, sehr schön. Aber Moment. Ich kann ihn nochmal fragen, ob er noch richtige Waren für mich hat. Hallo? Zeig mir deine Ware. Okay, an dem habe ich schon so einiges verkauft, wie ich das sehe. Ja, nee, wichtig ist er da nicht. Nur ein bisschen Tabak, nein. Okay, dann können wir ja gucken. Das ist ein Bürger und das ist Wambo. Hey, Wambo, mit dem habe ich ja kaum geredet, eigentlich gar nicht. Was macht er jetzt denn hier? Was machst du hier? Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt. Okay. Diebe haben keine Chance bei mir. Ich erwische sie alle. Ich weiß gar nicht mehr, was man noch. Ja, und die Lage? Wie ist die Lage? Gut, zurzeit ist alles in Ordnung. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Okay, Wampi. Wambo. Also, dass keiner die Häuser betritt. Darf ich davon ausgehen, dass... Ach ja, hier. Aha. Der hat mich herausgeschickt. Gab es nämlich noch einen Tipp? Nee, Mitternacht soll ich mich treffen, aber wie komme ich denn jetzt da rein? Weil ich weiß, ich darf hier nicht rein. Platt, was willst du denn hier? Aha. Ich gehe ja schon wieder. Oh. Selbst ist er da nicht drauf. Also doch. Hahaha. Einbruch bei Lotero, neue Quest. Dann gucken wir mal eben, wo das war. Vor Lotheros Haus steht eine Wache. Wie komme ich denn nur an diese vorbei? Oh, das müssen wir uns mal ergrübeln. Also das allererste, was einem jeden einfällt, ist irgendwo zu schlafen bis Mitternacht. Oh. Bis Mitternacht? Ah, Salandril.
Grüß dich. Hast du noch was Leckeres für mich? Ja, ein paar Tränke und... Ui, ja gut, okay, das kann ich jetzt alles... Nee, Unwetter kann ich, glaube ich, nicht machen. Aber sicher ist sicher. Und dann haben wir hier nochmal Feuerregen. Weil ich habe doch was hier Leckeres, nicht? Und dann haben wir hier nochmal reine Lebensenergie. Dann nehmen wir die auch nochmal hier. Kann ja nie genug von diesen roten Getränken haben. Lecker. Was ist das? Essenz der Heilung. Ja, da braucht man nichts von. Gut, da oben komme ich nicht rein, weil die Tür abgeschlossen ist. Das heißt, irgendwo muss ich mir ein anderes Schlafplätzchen suchen. Gehen wir mal hier rein. Und hier ist der Boos. Und der hat ein schönes Himmelbett. Und dann gehen wir mal bis Mitternacht schlafen. Raus aus meinem Bett! So, jetzt Action und Rede. Raus aus meinem Bett. Okay, jetzt gehen wir wieder ganz schnell zu diesem bewachten Eingang. Menno! Sag mal, hast du Koffis geschluckt oder was ist los hier? Menno, Menno, Menno. Ja, wenn du nicht schlafen willst, dann hole ich mir mal den Schlaf hier raus. Dann muss ich mal gucken, habe ich den hier vergessen? Habe ich überhaupt Schlafspruch? Ja, hier, nur zwei Stück. Ah, Schlaf sollte man mal usen. Also öfter mal erwerben oder mal schreiben. Ich probiere mal. Vielleicht klappt das ja. Es klappt. Es klappt. So, und dann werden wir mal gleich hier. Das ist jetzt doof. Jetzt habe ich ja hier... Also die Truhe wird bestimmt nicht... Oh, shit. Nein! Bürgerin ist aufgewacht. Verdammt, was ist los? Leg dich wieder hin. Hey du, was schleichst du da rum? Okay, hat nicht geklappt. Muss ich nochmal probieren. Okay, ich habe ein neues. So. Schleichen wir uns mal rein. Aber der wird ja wahrscheinlich wieder aufwachen, wenn ich drin bin. Was mache ich denn dann? Dann bin ich erwischt, oder wie? Na, das werden wir gleich sehen, liebe Leute. Die Bürgerin schläft noch. Jetzt ist die Musik wieder da. Hat ein bisschen länger gedauert. Das ist Sessel. So, und das ist hier Lutero. Luteros Truhe. Habe ich ja den Schlüssel für. So, und da haben wir natürlich sehr viel Gold. Und das wertvolle Artefakt. Na, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt wird es natürlich kritisch. Garantiert, die Wache wieder wach ist. Und die guckt sogar hier in meine Richtung. Ach, was soll's. Guck. Halt. Was will... Ich gehe ja schon wieder. Jo, ne. Geschafft. Guck mal gleich, was das Logbuch sagt. Vor Lutheros Haus steht eine Wache. Wie komme ich nur an diese vorbei? Okay. Aber ich habe ja schon mal das wertvolle Ding gestohlen. Speichern. So. Jetzt will ich mich zum Herold begeben. Aber das muss ich dann tagsüber machen. Dann werde ich eine Runde schlafen und dann sehe ich mich dann da. Oder wir uns. Ich habe in Hannas Hotel bis mittags geschlafen. Und hier ist der Herold. Sein Haustürschlüssel. Haben wir auch gestohlen. Jetzt frage ich mich, wo ist denn eigentlich sein Haus? Mann. Jep, abgespeichert. Und ich musste spinksen. Also so haben wir das früher immer genannt. Spinksen. Wo Herold sein Haus ist. Und da habe ich gespinkst. Ich glaube, das ist es. Weil jetzt befinde ich mich direkt über Konstantino. Und hier ist das bestimmt. Ach,
Hallo, liebe Bürgerin, Kuckuck. Ja, wenn ich hier was klauen würde, garantiert, ja dann, ne? Dann wird sie mich anraunzen, also gehe ich dieses Risiko lieber nicht ein. Da ist die Truhe, die müsste ich dann knacken. Ergo muss ich schon wieder mal eine Runde schlafen. Also sicherheitshalber schlafen, liebe Leute. Und dann werde ich mich wieder hierhin mich begeben. So. Meinst du, mir geht es besser? Sicherheitshalber, ich bin ein bisschen schleichen. Das kann ja nicht. Warum sind die anderen noch wach und labern rum? Und viel zu laut. Ich hab was anderes gehört. Ja, habst du? So. Erstmal vergewissern, dass die beiden hier schlafen. Die schlafen. So, und dann werden wir erstmal hier alles klauen. Ah, wieso komme ich denn an die Kochlöffel? Auch immer gut. Was sind jetzt hier mit den unteren Sachen? Wieso kann ich an die nicht rankommen? Ah. Menno. Da ist das nur Flavor, Textur. Na gut, okay. Das haben wir gelootet. Hier oben drauf ist nichts. Hier haben wir noch Apfelkompott. Oh, cool. Apfelkompott ist sehr, sehr nahrhaft. Ich hätte das anders gemacht. Wir schleichen. Der hat ja hier einen Schrank. Ein Kleiderschrank sogar. Aha. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Alles klar, ich muss den knacken. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier einen Kleiderschrank in dieser Modifikation sehe. Bürgerkleidung, Lederbeutel. Okay. Das ist gut. Oh, mit auf- und zumachen. In einer Modifikation, die ich mal gespielt habe, für etwas längerer Zeit, da gab es auch Kleiderschränke und Tische mit Schubladen, die man aufmachen konnte. Komme jetzt aber nicht darauf, welche das war. Okay, auch hier noch mal kurz gucken. Okay. Wow. Ja, da ist auch was. Und zwar haben wir Gold, Silberkelch, Elixier der Heilung und Schatzkarte. Aha. Na, das ist doch mal eine ganz coole Sache, das. Eine Schatzkarte. In den Bergen von Korinis. Liebe Freunde, das ist super klasse. Das gefällt mir. So, gehen wir nochmal hier drauf zu. Vielleicht, naja, okay. Läuft leider nicht. Jetzt kann ich wieder rennen. Das ist mir jetzt auch egal. Bin jetzt aufwachen durch meine Stöckelschüchen. Ich glaube, ich werde jetzt eine Runde schlafen. Wieder bei Tag und dann treffe ich mich. Nein! Quatsch, um Mitternacht soll ich ja in die Kanalisation. Ob das reicht, ich werde mich dahin beamen. Ei, da wären wir. Aber zuerst lese ich mir mal die Schatzkarte durch. Was heißt durchlesen? Angucken. Oh, da gab's eine Quest. Habe ich da ein Kreuz zu sehen? Ah ja, da oben. Ah, ganz oben im Norden. Okay. Über dem Wald. Okay, da gab es auch einen Questeintrag. Vergrabenes Zeugs heißt es. Scheinbar wurde in den Bergen von Korinis irgendetwas vergraben. Und zwar an einem Ort, der in der Karte mit dem Kreuz versehen wurde. Das haben wir jetzt gesehen. So, abschließend. Nagur und Mikey. Hier, die Schatulle. Gute Arbeit. Wie geht es weiter? Darum musst du dir keine Gedanken machen. Wenn unser Hehler einen Käufer gefunden hat, werden wir alle unseren Anteil bekommen. Wann wird das sein? Ah, das wird dauern. Es muss erst Gras über die Sache gewachsen sein, bis der Hehler das Ding verkaufen kann. Na gut. Hast du noch einen Auftrag für mich? Nein, zurzeit nicht. Ich werde dir Bescheid geben, wenn es etwas Neues gibt. Was ist denn jetzt mit... Verstehe ich jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Jetzt hier ist hier gar nichts mehr. Okay. Einbruch beim Herold.
Taschendiebstahl beim Herold gelohnt. In seinem Haus habe ich die interessante Karte gefunden. Einbruch bei Lutero. Von Lutero. Ich habe Nagur Lutero Chateau übergeben. Okay, in diesem Sinne, liebe Freunde, das war's. Ich bedanke mich. Ein Sätzchen und ein Däumelchen sind erwünscht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.